Willkommen zurück in der virtuellen Welt. Wir machen nun weiter mit den Pre-Flight Procedures und kommen jetzt zur Take-Off-Reference-Seite. Es geht immer noch um die Seiten 79 bis 81 im Operating Manual 1. Nachdem wir nun mit LSK 6R die entsprechende Seite aufgerufen haben, sollen wir bei Seite 2 beginnen. Also Next Page gedrückt und wir landen auf Seite 2 von 2. Hier kann man nun bei LSK 1R angeben, ob die Startbahn trocken, nass oder rutschig ist. Wie stark der Wind auf der Startbahn weht und aus welcher Richtung, kann man hier bei LSK 1L eingeben. Bei LSK 2L, ob die Startbahn abfallend oder ansteigend ist. Hier gibt man D oder Minus für abfallend bzw. U oder Plus für ansteigend, gefolgt von der Neigung in Prozent ein. Die Richtung der Startbahn erscheint hinter dem Schrägstrich automatisch. Die ausgewählte Temperatur für die Schubsteuerung und die tatsächliche Temperatur wird hier angezeigt, sofern wir sie schon eingegeben hatten. Bei Acceleration Height steht die Höhe, bei der die Klappen eingezogen werden sollten, damit der Flieger weiter beschleunigen kann. Dieser Wert ist je nachdem, wie die Airline das handhabt, voreingestellt. Eine Eingabe ist optional und muss zwischen 400 und 9999 Fuß liegen. Rechts steht Engine Out Acceleration Height und der Wert gilt bei Ausfall eines der Triebwerke. Reduction 1500 AGL und THR CLB bedeutet, dass bei einer Höhe von 1500 Fuß über Grund die Schubregelung bei der Kontrolle der N1-Drehzahl von der Take-Off-Einstellung zur Einstellung für den Steigflug wechselt. Wenn man genau hinsieht, dann bemerkt man, dass die Höhenangaben in einer kleinen Schriftgröße dargestellt sind. Das bedeutet, die Werte sind voreingestellte Werte, die von der Airline für dieses Flugzeug festgelegt wurden. Ändert man die Werte selber, erscheinen sie in großen Ziffern. Ich demonstriere das mal, indem ich bei Reduction mal 1000 als Wert eingebe. Man sieht, die Schriftart ist groß. Drückt man nun die Taste Delete und den entsprechenden LSK, dann erhält man wieder die voreingestellten Werte zurück. Das mit der kleinen Schriftgröße gilt übrigens auch für andere Werte, wie zum Beispiel die hier gemessene Außentemperatur und die Rollbahnrichtung. Die Cutback-Funktion ist jetzt noch nicht auswählbar, weil noch keine V-Geschwindigkeiten eingegeben wurden. Diese Cutback-Funktion ist eine andere Art der Schubreduktion, auf die ich aber nicht näher eingehe. Mit der Taste Previous Page gelangen wir jetzt zur Seite 1 von 2 und sehen, bei Flaps muss noch eine Eingabe erfolgen. Hier wird die Stellung der Klappen für den Start eingegeben. Denn man startet in der Regel mit etwas ausgefahrenen Landeklappen. Sobald ich da einen Wert eingegeben habe, werden in der Spalte QRH drei berechnete Geschwindigkeiten angezeigt. Warum eigentlich Landeklappen? Wir starten doch. Und wozu sind diese Landeklappen da? Nun, Landeklappe ist streng genommen keine korrekte Bezeichnung. Englisch nennt man sie Flaps, also einfach nur Klappen. Man benutzt sie nämlich nicht nur beim Landen, sondern fast immer auch für den Start. So wie man den Startknopf auf der Windows XP-Taskleiste auch zum Beenden von Windows benutzen kann. Mit den Klappen verändert man das Flügelprofil, also auch die Auftriebseigenschaften und den Luftwiderstand. Stellt euch mal ein Fahrrad mit Gangschaltung vor. Je nachdem, wie schnell ich gerade fahre, benutze ich einen anderen Gang, um die optimale Balance zwischen Kraftanstrengung, Tretfrequenz und Geschwindigkeit einzustellen. Insbesondere beim Anfahren und Beschleunigen ist ein niedrigerer Gang von Vorteil. Beim Flugzeug ist das gar nicht groß anders. Auch hier gibt es eine optimale Konfiguration des Flügelprofils, je nachdem, auf was es uns gerade ankommt.
Beim Start wollen wir möglichst schnell genügend Auftrieb erzeugen, um abzuheben. Dabei nehmen wir einen höheren Luftwiderstand in Kauf, weil die Strömungsgeschwindigkeit ja auch noch nicht so hoch ist. Im Reiseflug wollen wir möglichst wenig Luftwiderstand haben, denn dieser steigt ja im Quadrat zur Strömungsgeschwindigkeit. Das wird dann durch das komplette Einfahren der Klappen erreicht. Denn ab einer gewissen Geschwindigkeit bietet das Flügelprofil allein ohne Klappen genügend Auftrieb. Das ist dann wieder wie wenn man mit dem Fahrrad fertig beschleunigt hat und dann in einen höheren Gang schaltet. Die Stellung der Klappen für den Start hängt nun wieder von verschiedenen Faktoren ab. In erster Linie, wie hoch liegt mein Flughafen, wie lang ist die Startbahn und wie ist das Wetter. Erlaubte Werte sind 1, 5, 10, 15 oder 25 Grad. Für die 27 links in Hannover nehme ich 10 Grad. Nun mal sehen, was passiert. Da erscheinen jetzt drei Werte in der Spalte QRH. QRH ist der Q-Schlüssel für die Geschwindigkeit. Das sind V1, VR und V2. Die Bezeichnungen sind dieses Mal keine deutsche Erfindung. Auch hier sieht man, dass die Schriftgröße etwas kleiner ist, es sich also um berechnete Werte handelt. GW steht für das Gesamtgewicht, Gross Weight, und TOW ist das Takeoff Weight, also das Startgewicht. Nun bestätige ich die berechneten Geschwindigkeiten mit den entsprechenden LSKs und dann erscheint bei TOW auch ein Startgewicht. Bei CG und Trim steht noch nichts, denn hier kann man den berechneten Schwerpunkt eingeben. Wir erinnern uns, dass er auf der Initref-Seite angezeigt wurde. Also die Initref-Taste gedrückt und nachgeschaut. %22,8%, okay, rüber zur Takeoff-Seite mit 2x LSK6R. Und hier geben wir jetzt die 22,8 bei LSK 3L ein. Es erscheint ein Wert von 4,71 für die Trimmung. Mit dem Scrollrad der Maus stelle ich diesen Wert an diesem Trimmrad ein. Die Informationen über die Startbahn und der übrigen Startbahnlänge verändern wir nicht, damit die Take-Off-Go-Around-Schubregelung automatisch den optimalen Schub anhand der zur Verfügung stehenden Startbahnlänge regeln kann. So, das war die CDU Pre-Flight Procedure. Nun überprüfen wir mal, dass im Primary Flight Display keine gelben Meldungen mehr angezeigt werden. Hier sieht alles gut aus. Okay, dann war's das auch mit diesem Teil und ich freue mich schon auf den nächsten Teil. Tschüss!